Hallo Leute, willkommen zur Karte der Woche. Endlich mal wieder hier auf dem Kanal. Wir hatten ja die letzten paar Wochen leider die Karten ausgelassen. Ein paar Videos weniger gemacht, beziehungsweise fast gar keine. Was schade ist, aber ja, jetzt sind wir wieder da, jetzt geht's wieder los. Und wir starten mit der Witterungsmalerin Schnee. Ja, passt eigentlich ganz gut zur Jahreszeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Bei uns liegt schon ein bisschen Schnee. Der geht zwar immer wieder ein bisschen weg, kommt dann wieder und ja. Kalt und eklig. Brr. Jedenfalls haben wir ein Monster mit 2200 Verteidigungspunkten, was ziemlich gut ist für ein Stufe 3 Monster, wenn ihr mich fragt. Den ersten Teil des Effekts kann sie aktivieren, wenn sie normal beschworen wird. Da dürft ihr dann eine Witterungszauberfallenkarte direkt offen vom Deck in die Zauberfallenkartenzone legen. Das ist schon ziemlich gut eigentlich, weil ihr so halt relativ schnell an eure Supportkarten rankommt. Und ja, die direkt aktivieren könnt. Sogar die Fallenkarten, die ja normalerweise im Zug liegen müssten. Der zweite Teil des Effekts basiert darauf, dass sie verbannt wird. Denn wenn das passiert, kommt sie in der nächsten Standby-Phase zurück. Das ist ziemlich praktisch, da die Wetheries ja durchaus ein bisschen mit Verbannen spielen. Also eine sehr interessante Karte. Wie der ganze Wethery-Archetype eigentlich. Wir haben ja gestern das Opening gemacht zu den Spirit Warriors, zum Spirit Warriors Set. Da sind die drin und wir werden natürlich noch ein Deck Profile dazu machen, zu den Wetheries oder Weather Painters. Denn der Archetype ist eigentlich ganz lustig, hat ein paar nette Shenanigans drin und da werden wir uns definitiv mal noch ins Getümmel stürzen. Bis dahin würde ich mich natürlich sehr freuen, eure Meinung zu hören zu Witterungsmalerin Schnee bzw. zum ganzen Witterungsthema. Was haltet ihr davon? Gefällt es euch? Findet ihr es nicht so toll? Oder ja, ist es euch eigentlich egal, weil ihr spielt sowieso Meta? Gerne in die Kommentare damit. Würde mich freuen, das dann zu lesen. Und ja, damit würde ich sagen, Karte der Woche für diese Woche ist damit abgehakt. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen ausführlicher. Gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, diskutieren ein bisschen mehr. Und ja, ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, das würde mich riesig freuen. Lasst auch ein Abo da, dann verpasst ihr nicht die nächsten Folgen von der Karte der Woche und den anderen Themen hier auf dem Kanal. Und wie gesagt, tobt euch in den Kommentaren aus. Das war's von mir. Bis dahin, schönen Tag und ciao Leute!